Was geht ab, Freunde? Euer Set hier. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Foodpeppy Trading Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach innerhalb kürzester Zeit von 0 auf 100.000 Münzen hochtraden könnt. Bevor ich euch jetzt aber Schritt für Schritt genau zeige, wie das funktioniert, aktiviert diesen Kanal und abonniert die Glocke, um wirklich keine Trading-Tipps mehr zu verpassen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Jetzt aber genug gequatscht, wir gehen rein, let's go. Lasst uns wie immer am Anfang erstmal einen kleinen Blick auf meine Transferliste werfen, damit ihr schon mal einen ersten Eindruck bekommt, wie wir das Ganze jetzt hier angehen. Und ihr seht schon, heute geht es nicht um eine Trading-Methode, sondern es geht um drei Trading-Methoden, die wir nutzen, um 100.000 Münzen in kurzer Zeit zu erreichen. Das sind noch die Conmebol Sudamericanaca, das ist die Methode aus dem letzten Video. Die funktioniert auch noch, darum soll es aber nicht gehen. Wir werden die 100.000 Münzen in drei Ebenen bzw. in drei Phasen unterteilen. Erste Phase, wir traden uns die ersten 30.000 Münzen. Zweite Phase, wir traden uns die ersten 70.000 Münzen, also von 30 auf 70.000 Münzen. Und die letzten 30.000 Münzen werden wir mit speziellen Goldkarten machen. Mit welchen Karten ihr das genau machen müsst, zeige ich euch auch sofort. Wichtig ist mir noch zu sagen, ihr geht kein Risiko mit der Methode ein. Macht euch also keine Sorgen um eure Coins. Und Freunde, ganz wichtig, natürlich so ganz ohne Coins geht es natürlich am Anfang nicht. Ihr solltet schon so ungefähr 15.000 Münzen Startkapital haben, die ihr euch durch Spielen irgendwie ertraden, sage ich schon. Ja, die ihr durch Spielen zum Beispiel bekommt, weil ganz ohne Startkapital geht es natürlich nicht. Aber wenn man ein paar Spiele macht, hat man die ja relativ schnell drin. Der erste Trading-Filter, den wir nutzen, sieht wie folgt aus. Ihr stellt Qualität Bronze selten ein, Chemistry Style Basic, um die Teute rauszufiltern und Maximalpreis 150 Münzen. Und dann geht ihr hin und guckt, dass ihr euch im Idealfall die Karten für 150 Münzen erbietet, Freunde. Ihr seht, hier sind noch viele freie Slots übrig, wo ihr mitbieten könnt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn das Video draußen ist, werden ja relativ viele probieren, sich die Bronze-Gold-Spieler, die Bronze-seltenen Spieler zu erbieten. Heißt, für 150 Münzen wird es eher kritisch. Deswegen, Freunde, zugunsten der Community gucken wir, dass wir die für 200 Münzen kaufen bzw. gesniped bekommen. Das ist kein Problem. Also wie gesagt, merkt euch, im Idealfall für 150 Münzen erbieten. Wenn das nicht gehen sollte, sind 200 Münzen auch überhaupt kein Problem, wie wir jetzt hier sehen werden. Und dann geht ihr hin und kauft erstmal mindestens 90 Spieler ein, weil wir bei dieser Methode nicht viel Gewinn pro Karte machen, sondern über die Masse der Verkäufe, Freunde. Wenn ihr also 90 Spieler gekauft habt, macht ihr folgendes, ihr stellt die Karte für 300 Münzen Sofortkaufpreis und 250 Münzen Startpreis auf den Transfermarkt drauf, dass wir ungefähr 100 Coins pro Karte Gewinn machen. EA-Steuern sind dann nicht nennenswert, Freunde, also ungefähr 100 Coins pro Karte Gewinn und über die Masse der Verkäufe häufen sich dann die Coins. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr die Spieler gesniped oder erboten habt, guckt nochmal oder checkt nochmal den Wert der Karte ab. Weil mir ist es jetzt zum Beispiel schon passiert, dass ich mir zum Beispiel für 150 Münzen Bronzespieler erboten habe, die eigentlich 600 oder 700 Münzen sogar wert sind. Das ist natürlich dann noch besser und da sind quasi wirklich wahre Schätze unter den erbotenen oder gesnipten Spielern dabei. Das könnt ihr auch machen, das ist natürlich etwas zeitaufwendiger. Also an die Leute, die da Bock drauf haben, gerne Preise abchecken. Ansonsten für 250 Münzen Startpreis und 300 Münzen Sofortkaufpreis auf den Transfermarkt anbieten. Wenn ihr euch mit der Bronze-Methode 35.000 Coins ertradet habt, gehen wir rüber zur zweiten Methode, Freunde. Und zwar stellt ihr dafür folgende Filter ein. Silber selten und, Freunde, sucht euch eine Liga aus, wo es gerade Ligen-SBCs gibt. Ich mache es zum Beispiel als Beispiel jetzt mit der MLS. Ihr könnt aber auch jede andere Liga nehmen, wo es Ligen-SBCs gibt. Guckt einfach im SBC-Bereich. Aber mit der MLS hat es meiner Meinung nach jetzt sehr, sehr gut geklappt. Und da geht ihr hin und stellt den Maximalbietpreis auf 350 Münzen ein und probiert die Karten so günstig wie möglich zu bekommen. Macht ihr wieder Massenbieten auf die Karten, Freunde. Ihr seht, manchmal müsst ihr ein bisschen weiter nach hinten gehen. So könnt ihr maximal 350 Münzen auf die Karten bieten. Ihr seht, Freunde, auch diese Karte haben wir jetzt für 350 Münzen erboten bekommen. Das ist also kein Problem. Und auch hier könnt ihr die Preise wieder nachschauen, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten macht ihr einfach folgendes. Ihr stellt die Karten für 500 Münzen Startpreis
und 550 Münzen Sofortkaufpreis auf den Transfermarkt drauf. Auch das macht er wieder mit 90 bis 100 Karten, weil wir auch hier wieder über die Masse der Verkäufe unsere Coins machen. Und diese Methode macht ihr wirklich so lange, bis ihr insgesamt auf eurer Uhr 70.000 Münzen stehen habt. Damit kommen wir auch schon zu Methode Nummer 3. Bei Methode Nummer 3 stellen wir Qualität Gold selten ein, Chemistry Style wieder Basic und gehen in eine der Top 5 Ligen. Ich empfehle euch, das Ganze mit der Premier League zu machen. Und da geht ihr hin und probiert euch die Karten für maximal 700 Münzen zu erbieten oder zu ersnipen. Probiert so günstig zu sein wie möglich. Aktuell kriegt man die Karten für 650 Münzen, aber Freunde, ich sage euch so wie es ist, sollten die etwas ansteigen, könnt ihr so lange die Methode machen, bis ihr die Karten für 700 Münzen erboten oder gesniped kriegt. Auch hier wieder wichtig, 90 bis 100 Plätze belegen, Freunde. Und wenn ihr euch die Karten gekauft habt, benutzt ihr die 950er Methode. Heißt, 650 Münzen ausgegeben. Ihr stellt sich für einen Startpreis von 800 Münzen drauf und ganz wichtig, für einen Sofortkaufpreis von 950 Münzen. Diese Methode macht jetzt einfach so lange, bis ihr die 100.000 Münzen erreicht habt. Ihr könnt sie natürlich, wenn ihr die 100.000 Münzen erreicht habt, weiterhin nutzen. Wir fassen nochmal kurz die drei Methoden hintereinander weg zusammen. Die erste Methode, Bronzespieler. Ihr startet mit Bronzespielern, die ihr euch für 150 bis maximal 200 Münzen erbietet oder ersnipt und stellt sich für 250 bzw. 300 Münzen Sofortkaufpreis auf den Transfermarkt drauf. Wenn ihr 35.000 Coins erreicht habt, geht ihr rüber in die seltenen Silberspieler. Da sucht ihr euch eine Ligen-SBC, zum Beispiel die MLS, kauft die Spieler für maximal 350 Münzen ein und stellt sich für 500 bzw. 550 Münzen Sofortkaufpreis auf den Transfermarkt drauf. Und wenn ihr dann endlich die 70.000 Münzen erreicht habt, könnt ihr mit seltenen Goldspielern aus den Top 5 Ligen traden, zum Beispiel mit der Premier League, die ihr für 650 Münzen einkauft und für 800 Münzen Startpreis und 950 Münzen Sofortkaufpreis auf den Transfermarkt draufstellt. Wundert euch jetzt nicht, ich habe hier noch andere UV-Listen am Laufen. Das ist zum Beispiel die Beispielkarte. 900 Münzen habe ich den Startpreis ein bisschen verkackt, aber 800 Münzen Startpreis, 950 Münzen Sofortkaufpreis auf den Transfermarkt draufstellen. Und so erreicht ihr dann wirklich schnell die 100.000 Münzen. Wichtig ist, wie immer bei jeder der drei Methoden, volle Liste stündlich anbieten. Wenn ihr Verkäufe hattet, nachkaufen, damit ihr die ganze Zeit Coins drückt. Und ihr könnt den 18:10 Trick anwenden, heißt eine Runde um 18:10 starten, damit die Spieler um 19:10 auslaufen und nach dem 19 Uhr Content die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass eure Spieler von der Liste verkauft werden. Ihr seht, Freunde, es kann richtig einfach sein, sich auf 100.000 Münzen hochzutraden. Wenn ihr Fragen zu dieser oder einer anderen Methode hier auf dem Kanal haben solltet, gerne in die Kommentare damit. Jeder von euch bekommt wie immer eine Antwort. Ansonsten verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Trading. Bleibt gesund, haut da rein, euer Seth. Ciao, ciao. Quite some time now, just to see you again, and I've been